Sie wollen Fortnox Sicherheit für Ihre PDF-Dokumente? Schützen Sie diese mit einem Zertifikat. Wie das geht, zeigt Ihnen meine Kollegin Kirsten Knipschild in diesem Video. Nutzen Sie die Verschlüsselung, um die Authentizität und Integrität des Urhebers zu gewährleisten. Wie das geht, zeigt dieser Film. Nun möchten wir unser Dokument verschlüsseln, denn es ist ja ganz wichtig und da sind vertrauliche Daten drin. Deswegen gehen wir auf Schutz, Verschlüsseln, Verschlüsseln mit Zertifikat. Das Dokument wird geändert und nun sehen wir die Möglichkeiten. Also, wir möchten den gesamten Dokumentinhalt verschlüsseln. Man könnte auch noch mit Ausnahme der Metadaten verschlüsseln oder nur die Dateianlagen. Wir gehen weiter. Wir haben zwei digitale IDs auf diesem Rechner, die sozusagen ich sein könnten. Wir sind in dem Fall der Herr Held. Das ist meine Identität in diesem Fall. Deswegen ist er hier drin. Jetzt muss ich die Liste der Empfänger auswählen. Das sieht man hier links. Und pro Person, pro Empfänger einzeln die Berechtigung festlegen. Und jetzt wird's interessant. Wir können unsere vertrauenswürdigen Identitäten wählen. Wir packen die Frau Sicher dazu. Dann nehmen wir als nächstes den Herrn Meier, haben also zwei verschiedene Personen. Bei der Frau Sicher, wenn wir die markieren und dann auf die Berechtigungen gehen, ist ein Fenster dabei, das bitte gut durchlesen, wenn Sie sich um das Thema Zertifikate kümmern an dieser Stelle und können definieren, was die Frau Sicher alles darf. In dem Fall soll sie Drucken und Bearbeiten des Dokumentes dürfen, also zulässiges Drucken, zulässige Änderungen, alles außer Entnehmen der Seiten. Der Herr Meier hingegen, und auch hier gibt es einen Warnhinweis, und für ihn hier, für den Herrn Meier, wollen wir das Drucken unterbinden und Änderungen darf er auch nicht machen. Man kann also mit einem Dokument zwei verschiedenen Personen unterschiedliche Rechte geben. Im nächsten Schritt sehen wir, dass der gesamte Dokumentinhalt verschlüsselt werden soll. Es wird gespeichert und ganz klar, das ist natürlich dann wirksam, wenn ich gespeichert habe. Auch das wollen wir nochmal kurz tun. Da haben wir ein Zertifikat vergeben. Was hat sich an dem Dokument geändert? Hier oben der Laborberichtszertifikat, da steht neben dem Dateinamen das Wort geschützt. Man erkennt das auch hier an dem kleinen Schloss, das geschlossen ist. Und darunter gibt es Details zu den Berechtigungen. Da sieht man hier, ist eine Zertifikatsicherheit hinterlegt. Mit vorhandenen digitalen IDs und ausgetauschten öffentlichen Schlüsseln ist es ganz einfach, ein Dokument über die Methode im Panel Werkzeug Schutz verschlüsseln mittels eines Zertifikats zu verschlüsseln.